auf einem Friedhof in London steht das Monument, das Grabmonument von Marx. Da liegt er aber nicht drunter. Es ist nur ein Gedenkmal von den Russen aufgestellt. Sein wirkliches Grab liegt tiefer versteckt im Friedhof, weil er Jude war. Und ihr kamt dahin, ja, und dann sagt jemand, ja, na, ich kann euch zeigen, ja, wo das Grab wirklich liegt. Ich habe das Denkmal aufgenommen und dann kam ein Mann auf mich zu und hat gesagt, du weißt schon, dass die Toten sich nicht bewegen, oder? Hat er gefragt? Ja. War das ein Friedhofswärter? Nee, es war ein Mann, der dort freiwillig den Friedhof aufräumt und sauber hält. Also eine Art Mannschaft, die die Toten pflegt, ja? Nicht die Toten, aber die Wege um die Toten. Ist ja ein sehr alter Friedhof, nicht? Ja. Ja. Und jetzt führt er euch weiter, aber er fand es nicht gleich. Er verständigt sich doch mit so einem Gerät. Er hat mir dann erklärt, dass das eben nicht das wirkliche Grab ist. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er uns das wirkliche Grab zeigen könnte. Und dann hat er gesagt, ja. Und dann sind wir hinter ihm hergelaufen. Und dann wusste er aber nicht mehr, wo es ist. Also da, wo er dachte, wo es ist, war es nicht. Und da der Friedhof sehr verwachsen ist, war es auch sehr schwer zu finden. Und dann hat er mit dem Walkie-Talkie die Zentrale immer angerufen, ob die wissen, wo Herr Marx begraben ist. Und irgendjemand kam dann runter und hat uns gezeigt, wo das Grab ist. Und wie sieht das aus? So eine Steinplatte. Eine zerbrochene Steinplatte. Und da steht drauf? Karl Marx. Und da liegt er drunter? Ja. Eisenstein hatte vor, nach Oktober, das Kapital von Karl Marx und parallel dazu den Ulysses von Joyce zu verfilmen. Im Übermut. Ja. Er hatte einen großen Erfolg errungen. Ja. Wenn Sie als Philosoph sich mal ausmalen, ja, was könnte er eigentlich da gemeint haben? Wie könnte ein solcher Film aussehen? Was sind für Bilder überhaupt in Marx enthalten? Ich glaube, der starke Hinweis auf das, was in Eisenstein vorgegangen sein mag zu dieser Zeit, liegt in dem zunächst völlig unerklärlichen Parallelismus der beiden Texte. Was kann er am Kapital sehen, was ihn gleichzeitig mit dem Ulysses fasziniert? Ich könnte mir vorstellen, dass die Antwort ungefähr wie folgt klingt. Er hat begriffen, dass Marx in dem Buch Das Kapital sozusagen den allgemeinen Abenteurer porträtiert hat, gewissermaßen eine Systemtheorie des Abenteuers schlechthin, also die Weltreise der Seele wird von der Weltreise des Geldes überlagert. Und damit treten wir ein in eine Welt, die, wie James Joyce es ja erfasst hat, nur noch aus Metamorphosen besteht. Ja, also sein Ulysses ist ja auch nicht mehr nur der Mensch, der
die Weltreise um das Mittelmeer vollzieht, sondern er vollzieht ja die vollkommene Verwandlung seiner selbst im Laufe eines Tages. Ja. Er braucht gar nicht sehr viel mehr Zeit, um in eine Metamorphose zu geraten. Also sowohl, wenn er als Lügner auftritt und Geschichten erzählt, ja, um Gastfreundschaft zu erlisten, ja, wie dass gewissermaßen seine Schicksale, ja, ihn permanent verwandeln, ja, und er größte Schwierigkeiten hat, in Ithaka wieder in seine Gestalt zurückzukehren. Und so ist es mit dem Geld im Allgemeinen. Homer liefert ja uns zwei der schönsten Epitheta, Beiwörter, die je für einen Menschen geprägt worden sind, im Blick auf seinen Odysseus, der lateinisch zu Ulysses wird. Er nennt ihn einmal Polymetis, den Listenreichen. Und dann sagt er aber zu ihm noch etwas ganz Erstaunliches, er nennt ihn auch Polymechanos. Das heißt, der Mann, der die vielen Strategien in sich trägt. Ja. Also Mechanos ist der Stratege, es ist nicht der Handwerker. Es ist der Mann, der immer mit einer List arbeitet, um die Materialien etwas vollbringen zu lassen, was sie von sich aus nicht tun würden. Und ich glaube, das tut das Geld auch. Ja. Das Geld ist im Grunde genommen ein generalisierter Stratege oder ein generalisierter Verwandlungskünstler, der die Materie ins Umkleidezimmer bestellt und ihr Verwandlungen, Kostüme aufpresst, die sie von sich aus nicht angenommen hätte. Und ich denke, wenn man sich in diese bilderschaffende Intelligenz des großen Regisseurs von 1929 hineinversetzt, gelangt man vielleicht an einen solchen Pol, dass er spürt, es gibt Kräfte in der Welt, die erzeugen selber Verwandlungen. Bewegung, ja. Das heißt, sie laden die Materie, die ja ohnehin eine als philosophisch einen schlechten Ruf hat und sozusagen im Ruf der Labilität, sozusagen der Formbarkeit, der sogar der Laszivität steht. Nicht? Er lädt die Materie ein in das größte aller Umkleidezimmer, das es jemals gab, nämlich in die kapitalistische Industrie, um dort Gestalten anzunehmen, von der sie bisher nicht zu träumen wagte. Eine Naturgeschichte der Gesellschaften und des Menschen, ja, dieses menschlichen, geselligen Wesens Mensch, ja, zu schildern. Das ist ja eigentlich sein Thema. Es ist aber nicht nur eine Naturgeschichte, es ist zugleich eine Art Theatergeschichte des Menschen als gemeinsame Geschichte von Mensch und Materie. Das ist ja Marx' starker Ansatz, nicht? Dass man Naturgeschichten inzwischen in Form von gemeinsamen Geschichten von Natur und Nicht-Natur oder von Natur und Übernatur erzählen muss. Und dieses ständige Auftauchen des einen im anderen. Ich glaube, das ist auch der Zugang zum Kapital und zu der Denkweise vom Markt schlechthin, dass es ihr nämlich immer gelingt, zu zeigen, nichts ist, was es zu sein scheint. Alles ist bereits umgekleidet. Wir treffen die Materie immer an in einem Zustand von dem ominösen Zustand der Rohstoffe und der sogenannten Bodenschätze. Das ist auch eine interessante bürgerliche Metapher, die Natur von vornherein in ein Schatzhaus zu erklären versucht. Aber wenn man von diesen beiden Fällen Rohstoff und Bodenschatz absieht, ist alles, was uns in der Wertsphäre, in der Welt der Waren begegnet, bereits eingekleidete, kostümierte Materie, die an dieser Theatergeschichte des Werts und der verwerteten Materie teilhat. Da kann man an Marx, dem Ideologiekritiker, anknüpfen. Nicht? Er ist nicht umsonst der stärkste Kopf in der Generation nach Hegel. Und das bedeutet zugleich, dass er gelernt hat, der menschlichen Intelligenz neue Fragen zu stellen, wie man sie erst stellen kann, wenn der allergrößte Zyklus des ernsten Denkens abgelaufen ist. Das scheint in Hegel der Fall gewesen zu sein. Der Mensch hat offenbar, Marx gehört zu den Ersten, die das
wieder Wissen. Er hat offenbar mehrere Intelligenzen in einer Intelligenz zusammen. Und es gibt eine Intelligenz, die würde ich vielleicht so die gläubige oder die ernste Intelligenz nennen. Daraus entstehen Arbeiter und Gläubige. Das ist eine Intelligenz, die für Ernstfälle geschaffen ist. Und es gibt eine zweite Intelligenz, das ist, würde ich die Intelligenz des Betrügers nennen, oder des Ingenieurs, oder des Tricksters, wie die Ethnologen sagen. Das ist eine Figur, die in sehr vielen Mythologien auftritt. Jason. Jason ist ein solcher. Es gibt den Loki in der germanischen Mythologie, so ein Hermes natürlich, der Betrügergott par excellence. Also verkörpert eine andere Art von Intelligenz. Das ist nämlich die Intelligenz, die uns sagt, dass man nichts zum Nennwert nehmen darf, dass man nichts ernst nehmen darf. Und die andere Intelligenz ist diejenige, die uns sagt, du musst das ernst nehmen, du musst dich konfrontieren, du musst glauben. Also diese beiden Intelligenzen haben seit jeher im Innern des Menschen ein Ringen miteinander ausgetragen. Und Marx gehört zu der ersten Generation von Intellektuellen, die nach dem Ablauf dieses ganz großen Ernstfallzyklus, der in Hegel kulminiert, die beiden Intelligenzarten regelrecht gegeneinander ins Gefecht schickt. Ja. Und deswegen gehört er zu einer Generation von Philosophen nach der Philosophie. Das heißt, er ist wieder Sophist. Bei ihm gehört diese streitlustige Form der Intelligenz wieder. In gewisser Weise ist er auch, hat er auch die Denkformen des Anwalts. Das heißt, alles, was man sagt, ist Teil eines Plädoyers und nicht nur einer Tatbestandsaufnahme. Ja, die andere Intelligenz würde immer Tatbestände aufnehmen und der andere, der Trickster weiß aber, oder der Anwalt, das ist sozusagen die seriöse Form dessen, der die betrügerische Intelligenz kultiviert hat. Er weiß aber, dass alles Teil eines Plädoyers, eines Effekts, einer Darstellungsstrategie ist. Und er versucht nun, indem er sozusagen auf beiden Seiten gleichzeitig tätig ist, diese beiden Intelligenzarten gegeneinander arbeiten zu lassen. Das sind die Dramatis Personae, von denen er spricht, ja, nicht? Absolut. Also wieder ja. Ihr Bild vom Theater, ja, nicht? Mhm. Er führt das da vor. Ja? Das würde Eisenstein sozusagen dann möglicherweise, ja, wenn er den Film glücklich angeht, ja, zum Ausgangspunkt nehmen, dramaturgisch, ja, dass er vorstellt, die Maske des Bürgers, die Charaktermaske, ja, mhm. Aber hinter der Charaktermaske stehen leidenschaftliche Charaktere, von Balzac ausgiebig beschrieben. Mhm. Man würde also da eigentlich diese Metamorphose auch beziehen, da auf die ständigen Wandeln der Personen, von denen er spricht, und der ständigen Wandel der Gegenstände, ja, von denen er spricht. Ich glaube, dass Marx auch in gewisser Weise den Bürger als Charakterfigur auch erst miterfunden hat. Denn, und das kann man bei Balzac auch sehr gut sehen, die Gestalt des Geizigen, die ja im 17. Jahrhundert bei Molière emergiert und im 18. Jahrhundert ein wenig weiterentwickelt wird, die kristallisiert bei Balzac dann ganz und gar aus in dieser dämonischen Gestalt eines Bankiers, der so eine Art von sozusagen fast schon metaphysischer Verstopfung, ja, der diese wunderbare Tochter hat, ja, und ja. Dem das Hergeben zur Tortur wird, also die menschgewordene Akkumulation. Aber das musste auch erfunden werden, denn die Kapitalisten selber sind ja eigentlich nicht so. Die gehören eigentlich eher durchschnittlich. Sie sind erstens sind sie ganz durchschnittlich, zweitens sind sie, wenn sie erfinderisch sind, häufig Getriebene, die versuchen müssen, originell zu werden, unfreiwillig originell zu werden, weil ja der Kredit kein Erbarmen kennt und der Kreditgeber noch mit dem Gerichtsvollzieher drohen kann. Es gibt ja sogar
einleuchtende sozialpsychologische Erklärungen der Neuzeit, die behaupten, dass der ganze moderne Staat um die Figur des Gerichtsvollziehers herum gebaut ist, der nämlich die wichtigste Funktion der Staatsautorität verkörpert, nämlich die Garantie des Kredits. Ja. Das haben wir in der heutigen Welt noch bis zu diesen berühmten Hermes-Bürgschaften der Bundesregierung, um die Glaubwürdigkeit von Krediten gegenüber dem Ausland überzeugend darstellen zu können, hat ja sozusagen der Staat selber hier als Kreditgarant noch interveniert, was zeigt, dass also die Aufrechterhaltung des Glaubenskerns, nämlich der Kreditglaube, ja, zu der ersten aller Staatsfunktionen gerechnet werden musste. Man müsste vielleicht die Geschichte der modernen Staatlichkeit von diesem Gesichtspunkt her revidiert neu schreiben, um zu zeigen, dass der Staat, wenn er als Garant nicht nihilistischer Lebenshaltungen tätig war, wenn er also den Glauben eigentlich unterstützt hat, dann nicht nur durch diese berühmte Allianz zwischen Thron und Altar, sondern durch die vielleicht noch tiefere Allianz zwischen dem Thron und dem Kreditsystem. Und der Nutzung des Treueverhältnisses. Es gibt aus der landwirtschaftlichen Gesellschaft noch etwas anderes, ja, aus der früheren vorkapitalistischen Gesellschaft. Treue um Treue. Treue um Treue. Darum war ja auch der Skandal, der im frühen 18. Jahrhundert in Frankreich mit der Einführung des Papiergeldes aufgetreten war. So ein frühen nihilistischer Schock. Ja, vor dem hat sich ein. Man kann sagen, dass die Revolution dadurch einmal zugrunde ging, ja, dass sie hier Zuverlässigkeit, den Kredit nicht ausfüllen konnte. Denn diese Assignaten sind doch ganz wertlos geworden. Völlig wertlos geworden. Das gesamte Ergebnis der Revolution dahinter. Alle Äcker sind enteignet, ja, können neu verteilt werden. Ja. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Und früher schon gab es ja diesen englischen Finanzier, der die französische Krone überredet hat, an so einem Papiergeldexperiment teilzunehmen. Das war schon so ein Wetterleuchten des Betrugs an der Spitze des Staates. Und aus dem heraus hat sich dann auch eine Art von revolutionärer Dynamik entwickelt, die den Glauben an die Gewährleistungsfähigkeit des Staates untergraben hat. Und wenn man heute sieht, wie die Staatsräson hinter der Staatsräson wirkt, dann kommt man immer wieder auch auf solche Punkte. Also wenn Glaubwürdigkeit hergestellt werden soll, dann viel weniger im Bereich der persönlichen Integrität der Politiker als in dem Engagement des Staates für das gute Funktionieren. Dass die Dinge zuverlässig bleiben, die Horizonte fest bleiben. Und dass sich der akkumulierte Wert nicht über Nacht in nichts auflöst. Das ist sozusagen das Mandat, das heute, glaube ich, bei allen Verantwortlichen angekommen ist. Und dass so etwas wie das jüngste Gericht über die moderne Wirtschaft, nämlich der Schwarze Freitag des Jahres 1929, sich nie wiederholen darf. Das ist, wenn man so will, das war die Sintflut, gegen der biblischen Versicherung, der doch wieder über die Menschheit hereingebrochen war. Das ist der Zeitpunkt, zu dem Eisenstein hier diese Skizzen macht, ja? Ja. Sich mit dem Kapital beschäftigt. Ja. Und wo im Zentralkomitee noch resttrotzkistische Kräfte sind, die sagen, jetzt nach dem Schwarzen Freitag könnten wir General Electrics kaufen. Ja. Für die Sowjetunion können wir hier mit Geld, ja, mit den Smaragden der Zaren, ja, mit dem, was im Ural steht, Güterzüge sollen an der Grenze schon gestanden haben, ja, um hier Gebote abzugeben, um etwas einzuliefern, ja, in den Westen. Ja. Echt? Also wenn wir diesen Schwarzen Freitag sozusagen als von Eisenstein nicht bestellten Drehbuchautor mit hinzunehmen, nicht? Ja. Dann hätte er neben dem Ulysses und dem Kapital sozusagen noch einen dritten Ideengeber da gehabt, in dem sich nämlich zeigt, dass in diesem riesigen Umkleidespiel des Wertes auch Momente einer unerträglichen Bloßstellung auftreten können, ja, wo gewissermaßen die, äh,
Die gewalttätig geheilt werden muss. Also die Krise reicht ja, die Bässe, bis 1934. Ja, nicht? Und was sind das für Anstalten in China, im Dritten Reich, ja, in Italien, ja, und bei Roosevelt, ja, um darauf zu antworten? Ja, da muss praktisch so eine Art ökumenisches Konzil des Kapitals stattfinden, um den Wertglauben wiederherzustellen. Nicht? Da gibt's Bischöfe, richtig. Auf halbem Weg zwischen dem Ersten und dem Zweiten Vatikanum hat sozusagen das haben die kapitalistischen Vatikane den Geldglauben reparieren müssen, und das angesichts dieses Supergaus von 1929. Und der Glaube an die überholende Kraft des Raubs, ja, dass ich also die Goldbestände von Norwegen, von Griechenland, von Frankreich und so weiter an mich nehmen kann als deutsches Reich, ja, das würde jetzt noch sozusagen den alten ökonomischen Glauben, ja, der 1929 so dementiert wurde, also alle Fragen des Kredits, ja, als Glaube übertrumpfen. Das ist der Glaube, dass wir zurückkehren könnten sozusagen ins 16. Jahrhundert. Und nicht nur ins 16. Jahrhundert, sondern eigentlich bis in die Anfänge aller Imperien, die ja als Beutesysteme begonnen haben. Das heißt also, wo das Geheimnis der Wertschöpfung sich in seinen allerfrühesten Manifestationen enthüllt, in der Gestalt, dass bei den anderen bereits Werte liegen, die mir eigentlich nur Reisekosten machen, aber keine Produktionskosten. Das heißt, ich muss nur eine militärische Expedition finanzieren können und für das, was ich tue, hinreichende Rückkehrsicherheit haben. Das mit anderen Worten, ich muss das Geheimnis der militärischen Expedition unter Kontrolle gebracht haben. Hinweg alleine genügt eben nicht. Man muss auch den Rückweg beherrschen. Und wenn man beides kann, hin und zurück, dann ist man so Herr einer Razzia, Herr der Beutekunst und hat damit für ein ganzes Weltalter scheinbar das Problem der Bereicherung gelöst. Bis mit der Moderne das Industriesystem auf den Plan tritt, in dem eine andere Form der Plünderung und eine andere Form der Wertschöpfung sich auskristallisiert. Und da wird es dann sehr viel schwieriger zu sagen, was man tun muss, um an die Schaltzentrale der Reichtümer zu gelangen.